Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Sussex. Ja, wir sind bereits in Folge 25 und ihr seht, ich lasse ihn jetzt einfach mal mitten auf dem Platz stehen. Das liegt einfach daran, dass der Kollege jetzt hier in Action gerät, weil, richtig, unsere Frucht ist reif. Wir müssen ein bisschen mit ihm hier rumhantieren. Ich habe den nur so suboptimal hingestellt, den Wagen. Sprich, den Schneidwerkswagen meine ich jetzt. Gucken, ob ich hier möglichst ohne. Ja, es ging alles noch einigermaßen gut. Da habe ich das Ganze. So, das ist nämlich jetzt ja unsere Variante. Knapp dran vorbei. Geht also alles. Das ist jetzt unsere zweite Soja-Variante, die nochmal richtig Kohle bringen wird. Ne, wir haben ja zwischendurch hier Kohle ausgegeben, Sachen gemacht, Sachen getan. Ihr seht selber. Wir haben ja unsere Werkzeuge in Anführungsstrichen schon mal geholt für unsere Hühner. Unsere Hühner müssen wir irgendwann auch holen, aber dafür brauchen wir erstmal Getreide und ich wollte es eigentlich mit eigenem Getreide machen. Hier setze ich den Helfer jetzt erstmal an, er faltet sich dann schon mal alleine auseinander. Spur dürfte eigentlich alles passen und jetzt sollte er hier in Ruhe die Sojaernte einholen. Dass das hier geklappt hat, wissen wir auch vom letzten Mal. Da hat er ja auch selber wenden können und so. Der Hänger neben ihm steht ihm nicht im Weg, aber da können wir ab hinfahren, um abzufahren. Das ist eigentlich alles ziemlich super. Das läuft eigentlich. Nein, da brauchst du das aber noch nicht rausholen. Ruhig, ruhig. Läuft schon. So, was wir natürlich jetzt machen könnten, ist, wir können einmal gucken bei den Sämaschinen und sowas, was wir jetzt noch brauchen für Sonnenblumen und Mais. Das wird natürlich nicht außen vor bleiben, weil Sonnenblumen hätten wir ja auch gut Geld mitmachen können und hätten vielleicht sogar noch einen größeren Literertrag rausgekriegt. Das sollten wir auf jeden Fall gucken. Dann sollten wir gucken, wie weit gehören uns Grünstreifen. Heißt, können wir irgendwo überhaupt Gras machen oder müssen wir uns eine Wiese kaufen? Ihr seht selber, wir haben eine prädestinierte Wiese genau hinterm Haus. Ne? Genau bei den Schafen. Da vorne ist nämlich der Schafbereich. Das ist nämlich dann so der andere Punkt, was man machen könnte. Ich werde eben woanders hinskippen, wo keine Maschinengeräusche sind. Wir können einmal hier ein bisschen runter gucken dabei. So, aber was gehört jetzt wo dazu? Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Also, ich gehe hier mal dichter ran beim Hof, weil das ist das Interessanteste. Wenn wir mich jetzt hier auf Wachstumsgeschichten umstellen, da sehen wir, uns gehört die Fläche. Ich weiß jetzt aber nicht genau, was die Fläche ist. Genau hier, das da oben drüber gehört uns und das gehört uns. Das ist aber relativ unzugänglich. Seht ihr, das ist, wir gucken uns das einfach mal direkt an, das ist der Streifen da. Unzugänglich ist eigentlich relativ, das heißt, hier könnte man auf jeden Fall ein bisschen Gras machen. Nicht super viel. Das hier ist eine offizielle Wiese, deswegen haben wir auch die Info. Ich laufe jetzt einfach mal weiter, bis die Info weg ist, weil da ist dann logischerweise auch die eigentliche Fläche zu Ende. Die Fläche läuft und läuft und läuft immer noch. Hier ist sie zu Ende. Also da ist die offizielle Grenze sozusagen. Und das Stück hier bis zu dem Zaun gehört uns auch. Das ist auch ein bisschen was an Gras. Das ist nicht exorbitant viel. Das ist das Stück hier. Ne? So, ich mache das nochmal an. Die Ecke hier gehört uns leider nicht. Das ist der Platz zum Draufbauen. Hier oben ist das alles ziemlich genau abgegrenzt. Ihr seht selber, selbst die kleinsten Ecken hier ist nicht. Ne? Das ist ein dünner Streifen. Das ist ein dünner Streifen. Und hier ist ein kleiner Streifen. So, das hier, theoretisch gesehen, gehört uns, ja, in Anführungsstrichen ja, aber eigentlich würde ich sagen nein. Weil ich das natürlich gekauft habe, damit ich die Sachen bauen konnte. Ne? Deswegen müssen wir das ignorieren. Also was uns gehört, benutzertechnisch, sag ich mal so, das ist das, was ihr jetzt hier in diesem Kartenausschnitt seht.
Das ist das, was uns tatsächlich gehört. Ja, nicht so einfach, ne? Wenn wir jetzt mal gucken, wie ist das eingeteilt? Das ist der komplette Rahmen drumherum. Der kostet 300 noch was 1000 und sieht irgendwie aus, als wenn das meiste nicht zu gebrauchen wäre. Oh, hier gibt es einen kompletten Rahmen. Der kostet 59.000. Das ist von der Straße bis dahin und hier außen komplett und zu und in der Mitte. Das ist bei uns hier auf der anderen... ja, Orientierungsprobleme, genau. Muss hier hin. Um hier hin zu hüpfen, genau. Einmal durch den leeren Schweinestall. Das steht eh schon seit Tagen auf. So, das ist hier gegenüber. Da gucken wir auch mal. Ich mache es anders. Ich weiß, das ist jetzt doof, weil ich da eh schon halb hingelaufen bin. Und mit dem Traktor sieht man es ein bisschen besser von oben, weil ich kann so rausscrollen und wissen wir, was Wiese ist und was nicht. Ne? Zu Fuß sieht man meist nicht so viel. So, okay. Wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, wenn man den Kreis um die Wiesen rumkauft, dann kriegt man diese Wiese dazu. Die Wiese da eine Ecke dazu. In der Mitte dieser kleine, ne, der kleine Mittelpunkt gehört dazu. Ich mache doch mal das Ganze an. Da seht ihr, wie wir rollen gerade. Ich das hier anklicke. Ne? Den Streifen und das auf der anderen Seite. Das wäre relativ günstig Wiese. Oder man kauft natürlich einfach das Ding hinterm Haus. Ne? Klar, weil da kriegt man im Endeffekt noch mehr raus. Hier der schmale Streifen gehört auch dazu. Interessant ist natürlich jetzt die Breite auf der anderen Seite. Und ob das als Wiese überhaupt zu benutzen ist, weil hier die Sträucher stehen. Das weiß ich nicht. Die haben eigentlich, die normalen Sträucher hier haben glaube ich keine Kollision. Ich teste das jetzt einfach mal. Ja, ihr seht selber, die flippen um. Ja, und der Streifen hier, der hat natürlich auch noch Bäume mit da drin. Aber, wenn man sich den Part hier anguckt, er ist natürlich groß, ne? Das ist echt nicht klein, das ist größer wie, wie ein Feld, das daneben ist. Ne? Also das könnte man sich überlegen, ob man das als Grünstreifen dazu nimmt. Oder halt, das werden wir jetzt gleich preislich mal gucken, wie die kleine Wiese hinter uns aussieht, die jetzt ja auch eine Wiese schon ist. Das ist der Vorteil. Da bräuchte man halt nicht neu ansehen oder das Ganze abändern. Das gucken wir auch mal. Weil wenn wir jetzt so, zurückgehen, dahin und Gras anmachen, dann sehen wir, dass die 5 Gras hat. Ne? So, und wir gucken, die 5 würde 50.912 kosten. Also ich würde sagen, das ist die einfachste Variante, das mitzunehmen. Und man kann ja noch ein bisschen weiterfahren, weil uns das Grasstück hier auch gehört. Kann man das natürlich noch ein bisschen mit durchziehen. Ne? Also die 5 macht denn schon Sinn und die als Wiese zu holen. Da haben wir das auch schon mal geklärt. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man mal klären muss. Ne? So. Dann Shop wollte ich gucken. Genau. Nach Sämaschinen und auch nach Mähgeschichten und sowas. Weil es ist natürlich eine relativ einfache Geschichte, Gras zu mähen und Schafe zu halten. Gucken wir mal vorher in unseren Preislistungsgeschichten hier. Wie sieht das denn hier aus mit Schafwollpreise? Das Baumwolle. Da. 2248. Kann aber runtergehen und wir haben 2 Verkaufsstellen dafür, dank des Warehouses. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, da bräuchten wir nur Gras für und Wasser. Ist also auch kein Problem und sie sind gut zugänglich und es gehört eh zum Hof schon die Stallung. Das ist also auch machbar. Gut, also, dann gucken wir mal im Shop. Habe ich irgendwelche Mähwerkgeschichten hier drin? Ja, ich glaube schon. Wenn man sich die anderen Preise so anguckt, hier sind 19.042, 22.046, ja, das gute Feller-Set, das könnte natürlich, das ist,
Das ist natürlich nur ein Seiter, das ist nur Front. Also es würde wahrscheinlich trotzdem auf das Pöttegern auslaufen. Aber das Vicon, das ist einfach so teuer. Ich weiß gar nicht, ob das grundsätzlich so teuer ist. Ja, das ist so teuer durch die Einheit. Dann seht ihr, es ist sogar bei 75.000. Das kann man dann abhaken. Das wäre noch eine Alternative. Das ist einfach ein 4 Meter Mähwerk. Weil so riesig groß ist unser Pater ja nicht. Das wäre noch eine Alternative. 4 Meter Mähwerk. Ne? Gegenüber so einem Front, was ja dann nur 3 Meter oder 3,20 Meter macht. Das ziehen wir einfach nur hinter uns her und dann ist gut. Dann müssen wir das Ganze schwadern. Also ich gehe erstmal von dem günstigsten aus, so halbwegs. Ne? Dann sind wir hier bei 20.000, die das kosten würde. Wir müssen das Ganze schwadern auf jeden Fall. Das ist der günstige, ist hier 10.000. Ich weiß nicht, was wir hier noch haben. Das ist nur ein großer. Das ist 20.000 für 6,30 Meter. Was für Größen haben wir hier noch? Das ist 8,50 Meter. Ja, da könnte man auch mit so einem Feller oder sowas arbeiten. Dann wären wir so grob bei 42. Im Prinzip würde aber die 4,60 Meter Variante hier auch reichen. Also knapp über 30.000 wären das. Dann bräuchte man einen Ladewagen. Ne, das gibt natürlich das Modul. Das wäre natürlich dann, wenn wir die Lindner-Geschichte hätten. Oder den Euro-Boss-Part. Also in die Grasgeschichte müssten wir ungefähr so 50.000 investieren an die Gerätschaften für die drei Geräte. Das ist dann schon mal das. Okay, dann Seetechnik. Einzelkorn-Seetechnik ist jetzt noch angesagt. Die bräuchten wir noch für, ne, da seht ihr Sonnenblumen und Mais und gegebenenfalls Rüben und Baumwolle. Da muss man mal gucken. Der Standardpart, den ich früher mal genommen habe, ist die Optima hier. Die Variante hat einen sehr kleinen Tank, könnte man aber erweitern. Ja, dann wäre man immerhin schon bei. Die hat 1360. Hier hat man 6 Meter Arbeitsbreite. Und 2600 Liter. Ja. Das ist eigentlich schon ganz okay, ne, wenn man ehrlich ist. So, was haben wir noch? Irgendwelche Sachen noch aus dem Mod-Bereich. Na, ihr seht, hier sind noch ein paar dickere Sachen dazugekommen. Ne? Das aus dem Horsch-Set, klar. Das habe ich ja wegen dem Trailer schon drin. Die sind durch das Pack dazugekommen. Seht ihr, steht ja auch drunter. Das sind dann die ganz großen. Okay. Das könnte man natürlich dann auch mit einigen Sachen kombinieren. Vorteil, die Maschine hier würde säen und düngen. Da bräuchten wir einmal weniger rüber und wir hätten den Zusatztank, um entweder Saatgut oder Dünger halt dementsprechend dann hinzusetzen. Das wäre auch keine schlechte Kombo, das wäre 38. Das heißt also, um das unsere Früchte und unser Mähwerkgeschichtenkram zu erweitern, bräuchten wir ungefähr 90.000 insgesamt. Wir haben jetzt 60.000. Das ist also gar nicht mal so schlecht. Können wir mal beim Drescher gucken. Der ist jetzt so weit, dass er sagt, er ist bei 80%. Das heißt, das ist natürlich jetzt so nicht so das riesige Feld. Das ist natürlich die andere Variante noch, um schneller und auch an die Kohle zu kommen. Eine größere Feldvariante. Ne? Wir haben uns die 12 dazu geholt. Das ist schon eine ordentliche Größe. Und ich glaube, die anderen Felder werden auch nicht unbedingt in der Schnäppchenabteilung sein. Wenn ich mir das jetzt hier angucke, 167.000. Ne? Die 11 hier, ja, ne, 50. Und die genau vor der Haustür kosten nicht so super viel. Aber sie sind ja auch irgendwie nicht so super groß. Ne? Das ist so der Punkt. Das hier ist natürlich ein ziemlich ordentliches, großes Feld. Das genau auf der anderen Straßenseite ist. Wenn wir ein bisschen rausscrollen, sehen wir auch, das ist also eigentlich nicht das Größte, sondern
Wir haben hier oben natürlich noch riesige Dinger dabei, ne? Da bezahlen wir dann auch 400.000 für. Und auch die hier unten sind nicht so super klein. Es gibt also schon große Sachen hier noch, ne? Also nicht, dass wir jetzt hier auf Kleinfelder beschränkt sind. Und wir können von unserem Feld aus hier den Berg hochfahren, hier oben hin, ne? Also das ist schon eine coole Geschichte. Das geht. Auch hier scheint es eine Zuführung zu geben, um hier hochzufahren. Ah, okay. Ja, das muss man sich alles mal genauer angucken. So, wie sieht es jetzt hier bei dir aus? Du bist bei 88%. Du musst eh noch mal ran. Deswegen habe ich ihn jetzt mal angehalten. Mach schon mal die Rundumleuchten aus. Hol das Überladerohr raus und werde ihn schon einmal eine Runde leer machen. So einfach ist es. Wenn ich das leer gemacht habe, dann werden wir mal unsere ganze Dünger- und Seegeschichte hier noch mal ans Laufen bringen. Aber das wird alles dann in der Folge morgen passieren. Und dann werden wir hier eine Runde Weizen anpflanzen, um uns Hühner halten zu können, damit wir auch dass die nächste Produktion ans Laufen kommt. So sieht's dann aus. So. Ja, während die hier abtankt, sind wir dann am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.